Wir werden heute über ein kurzes Thema sprechen, das wir nicht in aller Länge ausführen können. Und zwar geht es um die Schwäche des Iman. Die Schwäche des Iman und wie man diese Schwäche behandeln kann, wie man sie stärken kann. Und auch hier werden wir uns nur auf zwei Möglichkeiten begrenzen, weil das Ganze zeitlich eben nicht machbar ist. Grundsätzlich wird dieses Phänomen, die Schwäche des Iman, in einigen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam angesprochen. Unter anderem sagte er in einem Hadith, der im Mustadrak von Hakim überliefert wird, er sagte, إِنَّ الْإِمَانَ لَا يَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلَقُ يسأل الله عن يجدد إيمانه. Der Iman im Inneren von euch nutzt sich ab, er nutzt sich ab, er verschleißt wie ein Gewand, das abgenutzt wird. Dein Gewand, ein neues Gewand, längere Zeit trägst und es nutzt, dann merkst du mit der Zeit, es verliert seinen Glanz und merkt, man erkennt daran Anzeichen, Merkmale der Abnutzung. Und genauso verhält es sich mit dem Iman des Menschen. Das heißt, der Iman ist ständigen Veränderungen ausgesetzt. Er nimmt zu, nimmt ab, wird stärker, wird schwächer, verliert seinen Glanz, glänzt manchmal. Ebenfalls wird eine ähnliche Beschreibung angeführt im Hadith von den Al-Tabarani überliefert im Al-Mu'jam al-Awsat. Angemerkterweise, dass dieser Hadith akut schwach ist. Aber dennoch skizziert er diese Veränderung etwas bildlich. Und zwar sagt er darin, er sagte, مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَلَهُ سَحَابَةٍ مِثْلُ سَحَابَةِ الْقَمَرِ. Es gibt kein Herz, das nicht eine Wolke besäße, eine Wolke wie die Wolke des Mondes. بَيْنَ الْقَمَرُ مُضِيعٍ إِذْ عَلَتْ عَلَيْهِ سَحَابَةٍ فَأَظْلَمَ. Während der Mond noch strahlt, hell ist, verdeckt ihn eine Wolke und er verdunkelt. Und dann richtet er wieder auf und er erstrahlt erneut. In diesem Hadith beschreibt der Prophet eben den Iman und das Wandeln des Imans, des Menschen, dass er mal erstrahlt und mal verdunkelt, also in ständiger und reger Veränderung ist. Das heißt, der Mumin ist im Kern rein und lauter, aber es überkommen ihn Zeiten und Phasen, in denen eben diese Lauterkeit und diese Reinheit und Tüchtigkeit mal schwindet oder mal abnimmt. Und wir verstehen daraus auch, dass der Iman keine feste Masse ist, die sich im Herzen oder im Körper befindet, im Herzen des Menschen und eben ihre Spuren auf dem Körper lässt, sondern der Iman ist etwas Dynamisches. Der Iman ist dynamisch. Er ist in ständiger Veränderung. Und diesen Fakt teilt uns der Koran in zig Versen. Also dass der Iman sich bewegt und verändert. Am Beispiel Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Fatih, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Er ist es, der die Ruhe herabgesandt hat in die Herzen der Mu'minun, die es werden, Imanen nach Imanen, damit sich ihr Iman mehrt, damit sich ihr Iman mehrt. Oder wenn dann Allah Ta'ala sagt, innama al-mu'minunen, innama al-mu'minunen, alladhina iza dhukira Allah wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dieser Vers beinhaltet ein ganz interessantes Wort, der Begriff Innama.
Der Begriff Inama wird meistens verwendet, um etwas stark einzugrenzen. Also man könnte sagen, es bedeutet hier, die Gläubigen, die Mu'minun, sind ausschließlich alle anderen, die jetzt diese hier genannten Eigenschaften nicht verwirklichen, sind ausgeschlossen. Die Gläubigen sind ausschließlich diejenigen, die, wenn Allah erwähnt wird, wenn er genannt wird und von ihm die Rede ist, deren Herzen sich regen oder erbeben, erschaudern. وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Und wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden, merkt es ihnen an Iman. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und sie vertrauen auf ihren Herrn. Das sind drei Eigenschaften, die Allah Ta'ala hier erwähnt. Das Ganze wird eingeleitet mit dem Begriff Inama. Also ausschließlich diejenigen, die diese Eigenschaften verwirklichen, zählen zu den Mu'minun. Die Eigenschaften waren, dass sich ihre Herzen regen, wenn von Allah Ta'ala die Rede ist und von ihm gesprochen wird, wenn er erwähnt wird. Die Zuwachs an Iman verspüren, wenn ihnen seine Zeichen vorgetragen werden. Und die auf ihren Herrn, die sich auf ihren Herrn verlassen und auf ihn vertrauen. Und hier ist der vollständige Iman gemeint. Das bedeutet natürlich nicht, wenn jemand hier da diverse Mängel aufweist, dass er nicht mehr in dem Rahmen des Islams ist. ومثلا الله تعالى sagt, وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتكم هذه الإيمان. Und wenn eine Sura offenbart wird, eingegeben wird, dann gibt es unter ihnen solche, die sagen, wem von euch hat dies an Iman gemehrt? فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون. Was diejenigen angeht, die Iman haben, so mehrt es ihnen an Iman und sie freuen sich über die frohe Botschaft, die darin enthalten ist. Auch in den Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen wir diese Dynamik des Imans. Ein Beispiel, der berühmte Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, in dem der Prophet sallallahu alaihi sagte, man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Wer von euch etwas Verwerfliches sieht, also verwerflich schara'an, der soll es mit seiner Hand verändern. Der soll einschreiten und es mit seiner Hand verändern. Wenn er das nicht kann, also wenn er die Macht und Möglichkeit dazu nicht hat, dann mit der Zunge, dann soll er etwas Verbales sagen. Und wenn er auch das nicht vermag, dann mit seinem Herzen. Aber hier kommt dann der interessante Punkt, er sagt nämlich anschließend, das ist die schwächste Form des Iman. Das ist die geringste Form des Iman, die schwächste Form des Iman. Das heißt, die vorher genannten Optionen, nämlich das mit der Hand zu verändern und mit der Zunge zu verändern, sind die stärkeren Varianten des Iman. Aber hier stellt sich eine Frage, er sagt, das ist die schwächste Form des Iman. Begeht die Person damit ein Vergehen? Also, wenn wir sagen, dass die schwächste Form des Iman heißt, dass er hat eine Pflicht unterlassen, hat sich sozusagen irgendwie schuldig gemacht oder versündet oder was soll man daraus verstehen, wenn er sagt, das ist die schwächste Form des Iman? Ist eine Idee? Das wird einem schlechten Tag passieren, dass man das nicht einfach so liegen lässt, dass man zumindest im Herzen zwar vielleicht was wünscht, dass diese Person recht geleitet wird oder dass dieser Person das lieber nicht getragen hätte. Oder andere Beispiele. Nein, aber die Frage ist jetzt, er sagt ja, das ist die schwächste Form des Iman. Die Person, die weder mit der Hand eingeschritten ist, noch mit der Zunge was gesagt hat, sondern das nur im Herzen abgelehnt hat. Die hat sich ja mit dem schwächsten Iman begnügt. Hat er damit etwas falsch gemacht? Hat er eine Sünde begangen? Vor einem Hadith, zum Beispiel, wo er bestimmt hat, dass seine Ortschaft bestraft wird. Und danach die Engel sind gekommen und die haben gesagt, ja, das ist einer, der betet Tag und in der Nacht.
Und Allah hat schon, dass mit ihm angefangen wird. Warum? Weil seine Gesichtsfarbe sich nicht einmal verändert hat, indem er gesehen hat, was die Leute tun. Ja. So, ich muss jemanden. Nein, das stimmt, aber die Frage, die konkrete Frage ist ja, hat diese Person sich mit seinem Verhalten gesündigt oder hat er eine Pflicht unterlassen? Ich würde sagen, nein, weil genau. Das ist der Punkt. Bist du zu etwas verpflichtet, was du nicht kannst? Also wozu du kein Vermögen hast. Du hast nicht die Möglichkeit dazu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet einer Seele nur auf, was sie tragen kann. Oder in Bezug auf den Hajj wird es explizit im Koran erwähnt. In dem Vers des Hajj. Liman istata'a ilayhi sabila. Und zwar, der Hajj ist aufgelegt worden denen, die die Möglichkeit dazu haben. Also finanzielle Möglichkeit, körperliche Möglichkeiten und so weiter. Ist das nicht gegeben und der Mensch unterlässt den Hajj? Hat er damit was begangen? Er hat nichts damit begangen. Und genauso hier, er sagt ja, wenn er nicht kann, dann soll er es mit dem Herzen ablehnen. Aber dennoch ist das die schwächste Form des Iman. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, aus dem wir etwas verstehen. Und zwar, die Schwäche des Imans lässt sich in zwei Arten einteilen. Ich sage mal so, eine kritische Schwäche, eine problematische Schwäche, das heißt, dafür wirst du belangt. Das ist jene Schwäche, die dazu führt, dass du Pflichten unterlässt, die du ausführen kannst. Und dass du Dinge begehst, Verbote begehst, die du meinen kannst. Das ist eine problematische Schwäche, die zügigst behandelt werden muss. Aber dann gibt es eine andere Form der Schwäche, die wir als eine Art Trägheit bezeichnen können, die den Menschen mal überkommt. Er wird mal träge, er wird mal matt. Aber das führt nicht dazu, dass er Pflichten vernachlässigt oder Verbote begeht. Und auf diese Form der Schwäche des Imams sehen wir in der Sunna, eben dieser Hadith ist ein Teil davon oder eine Art davon. Aber auch in dem Hadith, der bei Muslim überliefert wird, von Abu Rib'i, Hamdallah ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib, einer der Schreiber des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Hamdallah. Und zwar, Hamdallah berichtet selbst, er sagt, Labi'ani Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr traf mich eines Tages und er sagte, Kaifa anta ya Hamdala, wie steht's mit dir, wie geht's dir, Hamdala? Qultu nafaqa Hamdala. Ich sagte zu ihm, Hamdala heuchelt. Hamdala ist ein Nafiq. Und daraufhin fragte Abu Bakr ihn, was er damit meint. Er sagte, Subhanallah, gepriesen sei Allah, was sagst du da? Was gibst du da von dir? Und er sagte, er beschreibt, was er dann meinte. Er sagte, Nabunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa hadithuna an die Jannati wa nar, ka'anna raqya aini. Wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind und er mit uns spricht und uns mitteilen oder mitteilt und mit uns über das Paradies und die Hölle spricht, dann erscheint es uns so, als ob wir es mit den eigenen Augen erleben in diesem Moment. In dem Moment. Und wenn wir ihn dann verlassen, wenn wir wieder zurückgehen zu unseren Frauen, unseren Kindern, unseren Arbeiten, vergessen wir das. Also sie sind nicht mehr in diesem spirituellen Zustand. Und dann sagt Abu Bakr, Wallahi inna lanatahada. Auch wir fühlen. Er könnte da hinten leise sein. Er sagte, Wallahi, auch wir, oder Isha meint sich selbst, auch wir fühlen das. Hamdallah sagt, wir gehen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und erzählen ihm davon.
Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, والذي نفسي بيده لو تكونون لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, würdet ihr beständig in diesem Zustand verbleiben, also in diesem, ich nenne es mal, in diesem Zustand der hohen Spiritualität und im Gedenken Allahs, dann hätten euch die Malaika die Hände gereicht. Aber Hanbala, mal so und mal so. Das hat dreimal gesagt. Mal so und mal so. Das heißt, ihr könnt diesen Zustand nicht einhalten. Ihr werdet mal so sein, werdet mal träge werden. Und das ist eine ganz natürliche Sache. Also, dass man nach einem Sprint auch mal eine Pause braucht, eine Erholung braucht, das ist ganz natürlich. Da sagte Umar, radiallahu anhu, er sagte, inna li hadhihi nufusi itbalan wa itbara. Diese Seelen oder diese Herzen haben Phasen, in denen sie sich nach vorne wenden, in denen sie energisch sind. Phasen, in denen sie sich zurückziehen. Wenn ihr in einer Phase seid, in einer energischen Phase seid, dann tragt euren Seelen die Nawafil auf. Also tragt ihnen mehr auf als lediglich die Pflichten. Und wenn ihr in Phasen des Rückzuges seid, dann bindet sie an die Pflichten. Also dann bewahrt zumindest die Pflichten, die euch aufgetragen worden sind. Diesen wechselnden Zustand des Imans, also den fühlen wir auch in unserem Alltag. Jeder Einzelne fühlt das in seinem Alltag. Wenn du in einer guten Gesellschaft bist, wenn du in der Masjid bist, wenn du eine Ermahnung hörst, einen Unterricht beiwohnst, dann merkst du, dass sich dein Inneres zum Positiven verändert. Aber genauso, wenn du in eine schlechte Gesellschaft gehst, an schlechten Orten bist, dich mit Schlechtigkeiten umgibst, dann fühlst du eben das Gegenteil davon, eine Verengung und Drängung in der Brust. Einige der Anforderungen sagten daher, dass es zu einem verständnisvollen Menschen gehört, dass er diese Situation kennt. Er muss die Situation kennen, in der er Zuwachs im Iman verspürt. Aber
Und solche nicht mehr in der Tat, aber in der Tat, der Boden war nicht mehr, 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 der Boden war n